So, herzlich willkommen zu einem neuen Rennen in Project Cars 1, die Karriere. Und zwar sind wir wieder in einem Event unterwegs. Diesmal wieder in dem Classic oder Historic Touring Car 2 Großbritannien Championship. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt richtig zusammengekriegt. Wir haben uns qualifiziert auf Platz 11 mit unserem kleinen Ford auf Silverstone International. Also das ist eine sehr kurze Variante scheinbar von Silverstone. Ja, es ist, ne, wie immer die Hölle zu fahren. Deswegen genießt einfach das Spektakel. Ich bin nicht sicher, ob ich das Auto heile nach Hause bringen kann. Das ist mit diesem Auto immer ein reines Wunder. Ich glaube nicht, dass ich Platz 11 halten kann, aber wir werden sehen. Nach vorne komme ich auf gar keinen Fall. Also ich bin realistisch genug zu wissen, dass das nicht funktioniert. Gut, also wir fahren jetzt einfach los und schauen mal, was raus wird. Das ist so ein kleines Auto. Das ist so giftig, echt. Start schon mal komplett verhauen. Alter, mal ruhig hier. On your right. Right is clear. Oh. On your left. Left side is clear now. Ja genau, zieh mal einer da raus, dass ich den Wind schalten kann. Ja, ich mach ja. Car on your right. Hold your line, clear on the right. So scheiße zu fahren, ganz ehrlich. Ich mag dieses Auto überhaupt nicht. So, hier darf man kein Vollgas geben, sonst dreht es einen hier auf Startziel sofort. Ausdrehen kann man ihn gut, das habe ich festgestellt, dass es funktioniert. Und zu stark auf die Bremse steigen darf man auch nicht. Ja, das ist nichts nice, nur verkackt habe ich ihn. Darf ich eh nicht, aber egal. Manöver hat wieder viel zu viel Zeit gekostet. Oh, da wollte er schon weg. Ah, Körb, gefährlich. Also es ist, ich
keine Ahnung, mein Gasfuß ist einfach nicht empfindlich genug oder fein genug dafür, für die Nummer hier. Car on your left. Hold your line. Nein, nicht dieses Cars-Problem. Leicht berührt und schon... Und schon bleibt man an dem Auto kleben, regelrecht. Ich konnte mich nicht mehr lösen von dem anderen Fahrzeug. Das ist ein echtes Problem beim Überholen mit solchen Autos, wenn man so leichte Berührer aber einfach mal braucht. Deswegen muss ich trotzdem auf die Strecke zurück. Und auch wenn ihr euch wundern solltet, aber ich muss so viel früher bremsen als die. Ich kann deren Bremspunkte nicht gehen. Das ist einfach viel zu spät. Und ich kann auch nicht so hart und einlenken und so schnell durch die Kurven fahren wie die KI. Also ich muss irgendwie mit anderen Tricks kämpfen. Oder was heißt Tricks? Ich muss halt einfach Glück haben, dass mein Auto schneller ist. Das ist halt auch ein Irrsinnsproblem. Ich kann keine Vollbremsung machen. Also, ne, so richtig in die Eisenstein geht nicht, dann rutscht mein Auto sofort weg. Muss mich berühren. On your right. Stay on your line. Ach komm. Dann lass mir doch wenigstens Platz. Boah. Halleluja. Ich meine, ich habe halt einfach Glück, dass sie hier einfach zu lahmarschig sind. Irgendwie ab Mittelfeld scheinen die einfach kein Vollgas mehr zu geben. Nix, du gehst nicht innen rein. Noch zu hier. Ja, guck mal, da ist dieser Kleber-BMW. Die Bremswirkung ist ja irgendwie gleich null bei dem Auto. Ich bin nicht froh, wenn dieses Event vorbei ist. Also das nächste Mal, also ich mache nie mehr mit, genauso wie das Skater-M-Event. Nein! Ich tue mir das nicht nochmal an. Nix. Was die können, kann ich auch einfach raustreiben lassen. Was? Ja, komm, gerade mal 104 Grad, das ist doch nicht hot. Ohne Verkehr geht das, ne? Aber wenn ich aufpassen muss von hinten, das ist halt das Problem, dass deren Bremspunkte so viel später sind als meine. Wenn die hinter mir sind, ne, kann ich nicht so früh bremsen, weil dann ziehen sie auf jeden Fall vorbei. Aber eigentlich muss ich so früh bremsen, sonst komme ich nicht rum. Vernünftig.
Der Abstand ist jetzt groß genug zum Glück. Dreht er sich auch sofort wieder weg, ey. Also weiter nach vorne werde ich nicht kommen. Auf meinen alten Platz schaffe ich nicht mehr. Es sind bloß noch zwei Runden. Jetzt sei nur noch eine. Die Runde hier ist jetzt fertig. Die sind einfach zu weit weg, da komme ich nicht mehr ran. Ich sehe jetzt einfach zu, dass ich das Auto nicht wegschmeiße. Der rutscht schon wieder wie blöd. Und da rutscht er schon wieder. Und ich habe nicht mal voll, ich habe nicht mal Halbgas gegeben. Also ich verstehe dieses Auto nicht. Also der Procar BMW M1 ist ja schon schwer zu fahren, aber das hier? Hölle. Hölle! Gut, ich weiß, ich fahre die Linie nicht optimal, aber ich meine, mit dem Auto würde ich das auch nie lernen, also... Zumindest nicht mit den Gegnern. Keine Chance, ich komme ja nicht mal ran, ne? Ich habe nicht mal Zeit gut gemacht auf die vor mir. B13. Okay, it's over. Aber ich bin froh, dass es wenigstens der 13. geblieben ist. Schade, wenn wir am Start nicht so verkackt hätten. Jetzt ziehe ich euch einfach mit rein. Ihr seid mit schuld. Nee, also der Start war ganz schlecht. Ich habe viel zu spät reagiert. Sonst hätten wir vielleicht den 11. halten können. Obwohl, das wäre, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kommt drauf an, wenn wir auf der ersten langen Geraden geschafft hätten, noch vor den anderen zu sein. Also auch vor dem 12. und 11. oder vor dem 13. und 12. so. Dann hätten wir es vielleicht gepackt, vor ihnen zu bleiben, weil ich dann hätte Abstand gewinnen können. Genug, um in den Kurven nicht angegriffen zu werden, aber so keine Chance. Nur Wiederholung. Speichern. Nun gut, wieder keine Punkte. Herrgott. Wie kann ich denn eigentlich zwischen den Listen hier springen? Den Tasten schon mal nicht. Okay, so auch schon mal nicht. Boah, 1,17, ne? Was bin ich gefahren? 1,29? 1,17, verrückt. Der hat uns ja wahrscheinlich fast überrundet, der gute Adam Baker. Ich weiß nicht mehr, was wir gefahren sind, aber es muss über 1,25 gewesen sein, glaube ich. Ja, da komme ich nicht mehr hinterher. Hatten wir nicht eigentlich... Hatten wir nicht 7 Punkte oder so? Ne, wir haben gar keinen Punkt. Gott, Alter, sind wir schlecht. Ziemlich schlecht. Aber nichts zu machen. Ich krieg das Auto nicht hin. Also irgendjemand... Vielleicht hat ja irgendjemand ein paar Tipps, der dieses Auto gut fahren kann in dem Spiel. Bitte in die Kommentare. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gut. Damit sind wir für dieses Rennen auch durch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kleiner... Ich meine, es war ja schon ein spannender Kampf mit dem einen, bis ich es weggeworfen habe, kurz. Oder was heißt weggeworfen? Das ist das Problem, das ist ja beim Project Cars, ich glaube, im 2 ist es noch genauso. Wenn die Autos sich berühren, kurz, das ist nicht so anstoßen und
Naja, es gibt halt einen Titsch, der eine kommt ein bisschen weiter raus und der andere wird etwas abgebremst, sondern die irgendwie, als ob Kleber oder Magneten dran sind, die Autos kleben richtig aneinander, du kommst nicht mehr los und dann zieht es dich einfach mit raus. Das ist ein bisschen doof, aber nicht zu ändern. Deswegen versuche ich nach Möglichkeit immer nichts zu berühren, aber es klappt halt nicht immer. Naja gut, das hat uns jetzt zwei Plätze gekostet, aber ja, was soll's. Wir haben es auf den 13. geschafft, sind nicht ganz zurückgefallen, also noch gerade so gerettet, ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben, hat funktioniert. Ja, ich gucke mal ganz kurz noch hier in den Posteingang. William, your track trophy. Ja, wir werden jetzt überall eingeladen, wie es aussieht, obwohl wir so scheiße abschneiden. Als prominente Rennfahrergemeinde laden wir sehr herzlich dazu ein. WMD Euro Track Day. 3.4. Das ist alles schon für die nächste, also fürs nächste Jahr. Huch, das wollte ich gar nicht. Erst wenn sieht so aus, wenn ein paar Dinge schief. Ein paar Dinge sind schief gelaufen, ja. Würde ich auch sagen. Das sind ein paar Dinge schief gelaufen. Ja, irgendwie läuft gerade alles schief. Ach, guck mal, Talkie Riders, die hatten wir doch, die gibt's auch bei den Cards. Die Jungens. Da haben wir wenigstens gut abgeschnitten. Boah, Alter, ich bin echt gespannt, wie sich das erste GT-Auto hier fährt, also wenn wir einen neuen Vertrag unterschreiben dürfen, hoffentlich. Naja, gut, wie dem auch sei, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat und ihr Verbesserungsvorschläge habt oder wenn ihr Tipps habt oder einfach nur euch unterhalten wollt über das Rennen oder über das Spiel, gerne in den Kommentaren. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst bitte ein Abo da und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn neue Videos kommen, dann beim Abonnieren die Klingel noch mit aktivieren, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade oder vielmehr, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Ja, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.